Quebec zeichnet die fünfte Republik und das kommende vierte Reich, in dem dekadenten Licht, in das Flaubert und Zola die zweite Republik und das zweite Kaiserreich, Maupassant die dritte Republik, getaucht hatte. Der direkte Vorgänger ist Maupassants Bel Ami, der bestverkaufte französische Roman ever, auch darin ein Vorgänger von Quebec, in dem die neu ausgerufene Republik als Tyrannei entschleiert wird. Ein neuer Mockkönig mit dem sprechenden Namen Du Roi kommt undercover zum Zug. Beherrscht von Herrschsucht ist seine einzige Qualität ein brutaler Sexappeal. Sein glorreicher Aufstieg zu Geld und Macht, der ihm ganz Paris zu Füßen wirft, geht über die Betten. Und dabei, das ist ja klar, entpuppt sich Bel Ami als die größte aller Huren. Skrupellos holt er die Frauen aus, bedient er sich ihrer ohne Rücksicht auf Verluste. Intronisiert als der de facto König von Paris wird Du Roi, genannt Bel Ami, in der Madeleine, der Kirche, die auf einer enteigneten Synagoge den besterhaltenen römischen Tempel zum Ruhm der napoleonischen Armee darstellen sollte. Das Maison Carrée in Nîmes, in der die Apotheose Napoleons zu feiern ist. Bei Maupassant ist auch die dritte Republik der Belle Époque de facto ein Königreich der abgehalfterten Kolonialherren, Räuber und Mörder, Vergewaltiger und Hurenböcke, die ihr Sacre nicht mehr in Reims, sondern in der Madeleine haben. Das ist übrigens ein witziger Pun, weil die Madeleine natürlich sich bekehrt hat, während hier Du Roi als größter aller Huren golden triumphiert. Das Morden, das Ausplündern und das Wildern hat Du Roi in den Kolonien gelernt, um es in Paris umso effektiver fortzuführen. Also auch da schon dieser Orient. An sein Vermögen kommt er, indem er seine Ehefrau denunziert, um in die jüdische Geldaristokratie einzuheiraten. Die schwerreiche Tochter des Zeitungsmagnaten entführt er, nachdem er die Mutter verführt hat. Kurz, die neue Tyrannei zeigt sich vor aller Augen als Kult um Sex, Gold und Macht, das Haus Gottes als ein Götzentempel. In verworfener Überbietung von Maupassants Dritte Republik geht es in Benabès neuem islamischen Reich zu, wie bei Augustus unter dem Mantel der moralischen Erneuerung des Bandes der Familie, Lex Julia des Augustus, und des Bandes der Religion, der Wiedererrichtung der Tempel vorgeht, siehe Madeleine, siehe nun den Säkulartempel der Sorbonne. Das islamische Reich kommt somit nicht von außen. Es vollendet das babylonische Reich im Innern, das in Europa schon unter der christlichen Verkleidung herrschte. Bei Welbeck wird diese Latenz auf eine neue buchstäbliche Weise, nämlich als sie des Islams manifest. Da kann man übrigens darüber diskutieren.